Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Heute habe ich mal was ganz anderes für euch. Bleibt einfach dran, nach dem Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid zu dieser neuen Folge auf meinem Kanal. Mein Name ist Ingo Winkelmann, ich bin Fotograf, Trainer und Coach im Monat am Rhein, das ist zwischen Köln und Düsseldorf. Und wie ihr seht, ich bin heute auf der Terrasse, also nicht mal weit weg, und darum soll es heute auch gehen. Ich habe nämlich, muss ich fairerweise sagen, überhaupt nicht viel vorbereitet, sondern ich war wirklich diese Woche und bin auch die nächsten zwei Wochen noch ziemlich ausgebucht und dementsprechend auch ja ein bisschen in Eile und Hektik. Und bevor ich irgendwas mache, was nicht vernünftig ausgegoren ist, lasse ich es. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mal ein Tag, wo ich keine Termine habe, wo ich mich einfach ja mal zurücklehne und mal nichts mache. Auch das muss mal sein. Man muss mal den Fotokrempel Fotokrempel sein lassen und den anderen Krempel, den man hat, auch sein lassen und wirklich mal ein bisschen runterkommen und mal ganz andere Sachen machen, weil das gibt auch wieder Kraft für Fotografie und auch wieder Ideen für Fotografie. Wie gesagt, ich hatte jetzt dieses Mal überhaupt nichts vorbereitet, sitze hier und dachte, Mensch, genau das ist es vielleicht, was ich heute mal aufnehmen sollte, was mir vielleicht auch mal so im Kopf vorgeht und was ich im Moment überhaupt alles habe, weil ihr werdet jetzt sagen, ja, was wird der schon alles haben? Also ich kann euch nur sagen, ich hatte und habe jede Woche um die zwei Hochzeiten plus ein komplettes ja, Business-Foto von einer Firma, wo ich die kompletten Mitarbeiter fotografiere, als Team, als auch Einzelfotos. Das ist eine ganze Menge Zeug, was man da macht. Dann eine ganze Menge auch in der Landschaftsfotografie, Vorbereitung für meine Workshops, die anstehen. Und ja, ein Familienfoto hatte ich auch noch, aber das lief mehr oder weniger so nebenher. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine ganze Menge. Dazu kommt noch, wir kriegen also eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Und in dem Zuge brauchen wir Platz für einen Speicher. Da habe ich Platz im Keller, das ist nicht das Problem. Aber da muss ein bisschen was an Strom umgelegt werden. Da liegen also meistens irgendwie wie oft im Keller die Sachen überputzt, die Stromkabel. Und ja, da muss ich zwei, drei Steckdosen verlegen und einen Lichtschalter verlegen, weil genau da muss der komische Speicher hin. Ja, gut, das steht dann auch noch an, was man macht. Und wie gesagt, da bleibt halt für einige Sachen keine Zeit oder die Zeit kommt zu kurz. Und wie gesagt, bevor ich dann irgendwas mache, lasse ich es und erzähle einfach mal, was mir so im Kopf vorgeht. Ja, und das mache ich eben heute. Einfach mal runterkommen. Nichts tun. Das heißt, das Nichtstun ist ja schon damit ja, getan, dass man hier sitzt und sich überlegt, wie würdest du denn den Strom unten hinlegen, wo legst du ihn denn hin, und damit das alles passt, damit das auch funktioniert. Das sind ja schon Sachen, muss man sich ein paar Gedanken machen. Wie gesagt, alles nichts Wildes, aber man muss es machen. Ja, dann habe ich auch noch einen Fotoworkshop für die Milchstraße, der jetzt noch ansteht. Und ja, auch da muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, nochmal gucken, wie ist die Wettervorhersage, sind alle Teilnehmer da, hast du alles besprochen, so diese Sachen, die gehen mir natürlich auch durch den Kopf. Und natürlich auch mein nächster Fotoworkshop, der große im Zillertal, wo ich natürlich auch schon bei bin und mir Gedanken mache, welche Touren werde ich machen, teile ich das vielleicht sogar ein bisschen in Gruppen auf, halt solche Sachen, das muss man halt machen. Und ja, das mache ich dann an so Tagen wie heute, wenn ich auf der Terrasse sitze, mich zurücklehne, einfach nur den Tag genieße. Und sowas gibt mir dann wieder Kraft für neue Sachen und neue Ideen. Ich hatte eigentlich vor, was zu machen, und muss ich ganz ehrlich sagen, aber da brauchte ich ein bisschen Vorbereitungszeit, die ich nicht hatte. Und zwar wollte ich was über Landschaftsfotografie und welche Objektive ich dafür nehme machen.
Aber wie gesagt, da brauche ich ein bisschen Vorlauf für. Ich muss mir ein bisschen überlegen, welche Bilder nehme ich dafür als Beispiele, Objektive zusammensuchen und. Wie gesagt, das ist alles nichts, was man eben mal so aus dem Ärmel schüttelt. Und bevor ich irgendwas mache, was dann nicht richtig ist, erzähle ich euch lieber ein bisschen was, was bei mir sonst noch so ansteht. Ja, und das habe ich jetzt auch gerade getan. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dieser kurze Einblick, wenn er auch, ich glaube, gar nichts mit Fotografie zu tun hat, hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ruhig einen Daumen hoch, würde mich freuen. Ich hoffe, ich habe nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich spekuliere immer noch mit der Landschaftsfotografie und welche Objektive ich dafür nehme und warum ich diese Objektive nehme. Ich versuche das für nächste Woche hinzukriegen und dieses Video gäbe es dann nächste Woche Mittwoch, wie immer um 7 Uhr auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, drückt mal die Daumen, dass es so langsam im Westen mal wieder regnet. Wir brauchen dringend Wasser, es ist alles mehr als trocken. Drückt die Daumen und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, euer Ingo.